Hi. In der letzten Folge haben die beiden sich so ein bisschen auf das bevorstehende Rotkappen-Massaker vorbereitet, sich von Sandro einen schönen Apfel besorgt oder ihm gesagt, der soll ihm mal gefälligst einen Apfel machen. Und David hat Kekse gebacken. Ja, das war es auch im Wesentlichen. Viel Spaß und bleibt geil. Verabscheut euch von Sandro. User in your channel started recording. Und wollt nach oben gehen, David holt noch die Post ab, ihr habt einen Brief bekommen, der ist adressiert mit etwas abgerissener Handschrift an David und Sophie. Und ansonsten eine normale Adresse, also eure tatsächlich. Und eine Briefmarke ist auch drauf. Steht ein Absender drauf? Nee. Ich werde ihn nach oben bringen und dort öffnen. Das ist gut. Der von euch ist im Forum übrigens unter den Spoilern. Der ihn vorliest, bekommt 2 Erfahrungspunkte. Seit wann fängst du mit sowas an? Seitdem ich weiß, wie ich Briefe schreibe. Wo soll denn der sein? Bei den Spoilern bei Changeling. Ah. Der ist mir zu lang. Oh, unser Herr. Unser Freund. Hat ihn geschrieben. Seid gegrüßt. Wie euch sicher klar ist, bleibt mir im Augenblick wenig Zeit, meinen Dank auf angemessene Art und Weise auszudrücken. Moment. Für mich gibt es noch leidlich viel zu erfahren, bevor ich mich aus der schützenden Freistadt der Baroness wagen kann. In dieser Zeit, in dieser Welt, in die ihr mich geleitet habt, scheinen sich die Regeln des Traums nur rudimentär wiederzufinden. Und noch immer bin ich erschüttert über die Schichten fahlen Graus, das die Menschen aufeinander getürmt haben. Resigniere im Augenblick der müden und trägen Gedanken selbst der Feenwesen, die hier leben, und muss mich auch verwirrt zeigen, ob des Vorgehens meiner Brüder und Schwestern, die sich im Angesicht des Würgegriffs des Banalen hinter 4 Herrscher stellen, so wie sich der Kindling unter dem Rockzipfel seiner Mutter verkriecht. Ich selbst kann mich weder in Arkadien noch in den Weiten des Traums an Geschichten erinnern, die von den Großtaten Juguls, Akalis, Trojanis und Azmeris, daher ist das, und Azmeris erzählen. Und dennoch scheinen sich die Häuser einig, diesem neuen Hochkönig folgen zu müssen. Ich selbst werde versuchen, mich so schnell wie möglich an diese neuen Umstände zu gewöhnen, dem Grafen dieses Landes die Ehre zu erweisen und mich alsdann darum bemühen, fähige Wanderer und Kartografen zu versammeln. Das Regierungsgeschäft ist mir zuwider und so wie die Dinge stehen, liefe meine Tätigkeit sowieso nur auf diese oberflächliche und sinnlose Verwaltung aus falschem Gönnertum abgetretenen Lehns lachhafter, geradezu erniedrigender Größe heraus. Mit derartigem Tun möchte ich nicht die Zeit verstreichen lassen, die das Geschenk des Traums schmähen und nicht eure vergangene Geduld und Aufopferung beleidigen. Kommt an dem Tage, an dem ich mich dem Grafen vorstelle, an seinen Hof und verlangt, was ihr für angemessen haltet. Danach trete ich die Suche. Und jetzt ist es schon wieder ausgegangen. Danach trete ich die erste Suche nach anderen Pfaden in den Traum und vielleicht bis nach Arkadien an. Herr Barmeth vom Hause Danon, 1. der 5. Ich mag durch die lange Reise, die ich meines Wissens nach solitär antrat, den Blick für höfische Winkelzüge verloren haben, bin mir aber im Klaren, welchen Schaden ich euch und mir zufügte, sollte diesen Brief noch jemand lesen. Entsprechend wurde er mit einer Phönixfeder geschrieben. Und dann brennt er ab. Na gut, ihr bekommt beide 2. Yay. 52 gesamt. Genau. Yay. Okay. Das ist doch mal nett, wir können verlangen, was wir wollen. Muhaha. Ich weiß gar nicht, was ich von ihm verlangen soll. Und jetzt wisst ihr wenigstens auch mal, wie eure Hochkönige heißen. Ja, Azmeri. So ist es. Jugulus.
Jugul. Sag ich ja, Jugulus. Jugul. Ja, ja, wie auch immer. Das klingt wie eine cthuloide Gestalt. Nicht wahr? Arakalis. Arakali. Die Sache ist, dass die Esse da hinten sind, weil das ein Genitiv ist, ne? Das ist mir egal. Genitiv, also. Du hast es! Der Malmö wusste, wie es geht. Ja. Ich wüsste gar nicht, was ich jetzt von ihm verlangen soll. Du weißt ja auch gar nicht, wann er zum Hof kommt. Von daher ist es ja, egal. Praktisch. Genau. Quasi könnten wir von ihm die offene Rebellion fordern. Ich glaube, so asozial bin ich nicht. Und hinter ihnen als neuen Hofkönig vereinen. Oh, so asozial bin ich nicht. Vor allen Dingen, wenn jemand schon sagt, dass er keine Lust hat zu regieren. Das ist ein Ski. Der ist dafür geboren, der muss doch keinen Bock drauf haben. Aha. Naja, Na dann, Kerzen. Jo. Ich geh mal noch Kerzen besorgen. Ja. Am besten so dicke, ne? Die brennen lange. Wir wollten so zusammen einkaufen gehen. Ja, okay. Wir brauchen ja schließlich noch Make-up. Ah, ja, stimmt. Ich vergaß. Du wirst auch reichlich dumm angeguckt. Ja, ja, das glaube ich. Ich trage das mit einem Lächeln. Na, so ein bisschen versucht Sophie ihn schon irgendwie noch, auch wenn das nicht ganz zu seinem Hautton passt, etwas weniger auffällig zu gestalten. Mhm. Auch wenn sie jetzt nicht die Meisterin ist. Ja, das ist schon okay, aber durch die leichte Schwellung der Backen wird sowieso der Blick darauf gerichtet und dann ist er halt nicht seinem Hautton entsprechend geschminkt. Ja. Und ich weiß, das ist sexistisch, aber die Leute reagieren da bei Männern immer irgendwie komisch. Deswegen sucht Sophia jetzt das passende Make-up zu seinem Hautton raus. Mhm. Schön. Und sie kaufen noch den anderen Kram ein, den sie benötigen. Kerzen zum Beispiel. Ihr könnt euch auch Murmeln kaufen und noch ein Bügeleisen. Und es fällt mir noch ein. Stolperdraht. Und Weihnachtskugeln. Ich muss gestehen, ich habe den Film tatsächlich nie gesehen, aber bestimmt. Dann brauchen wir auch noch eine Elektroeisenbahn und so aufstellbare Pappfiguren, die wir da drauf machen, damit es so aussieht, als würde sich da die ganze Zeit Schatten vor den Fenstern bewegen. Mhm. Und wir brauchen noch so einen Tauchsieder, war das, glaube ich, oder? Ja, irgendwie sowas, was wir an die Klinke hängen können, damit die rot glühend wird. Siehst du, ich dachte, das war ein Bügeleisen. Und nee, das Bügeleisen hat er ins Gesicht gekriegt. Das gibt's auch, das hat er ins Gesicht gekriegt. Das ist aber ein guter Kinderfilm. Ja, ja. Und wir brauchen noch Nägel und Teer. Ja, ja, ganz wichtig. Fucking Kevin. Geteert und gefedert, ja? Nee, ja, doch. Ja, doch, stimmt, gefedert hat er ihn auch. Aber der hat vor allen Dingen die Treppenstufen damit bedingst und dann so einen schönen, großen, aufrecht stehenden Nagel auf die Treppenstufe, damit man da so richtig reintritt. Ich finde die Kurzfassung von dem Film sehr cool. Wo die einfach oben an der Treppe steht und dann einfach erschossen wird. Keine Zeugen, keine Probleme. Und dann räumen die das Haus auf. Jo. Nichtsdestoweniger, ja, wir kaufen unseren Kram, verbringen den Tag, ich habe nichts mehr vor. Geil. Am nächsten Tag. Ja. Mir geht's ähnlich, nur dass ich Zaubertricks lerne und so. Also meine Fingerübung mache. Geil. Ja, ja. Am nächsten Tag zur Dämmerstunde, nachdem ihr eure Kerzen hingestellt habt,
Geht ihr also dann zum Hufladig. Mhm. Und feiert mit den Imbolg. Ich gebe euch mal einen kurzen Abriss. Imbolg ist quasi, es wird hauptsächlich gefeiert, dass das Feuer, auch das Metaphorische, ja, dass alle den Winter, dass das Feuer und dass alle anderen den Winter überstanden haben. Oder eher die Herd glüht. Und dass quasi jetzt langsam, dass es schon der erste Sieg ist über den Tod. Und das erste Zeichen, dass bald wieder auch Frühling wird. Dann kommt irgendwann. Das ist sehr passend, dass das Winterorakel da mittendrin ist. Es ist erstens im Februar, und zwar am 2. Und zweitens bist du ja wohl auch für den Übergang zuständig. Klar. So, und... Ich muss dem Frühling noch ein kleines Geschenk machen. Ja, aber erst viel später, ne? Ja, aber trotzdem. Und irgendwann kommt dann vermutlich sogar vom Herzog, das heißt vermutlich auf jeden Fall vom Herzog, irgendwelche Gesandten kommen quasi in jede Freistadt und das ist quasi eine halbe Freistadt dort und bringen quasi Feuer in einer Weinkaraffe mit vom Hof des Herzogs und kippen davon wenig in das Feuer dort und auf ein paar andere kleine Kerzen und so. Und gehen dann weiter zum Hof des Grafen, um dasselbe dort zu machen, vermutlich. Und ab dem Moment wird noch ein bisschen gesungen, ein bisschen getrunken, ein bisschen gespeist, ein bisschen mehr sonst als im derben Winter, was heutzutage natürlich eher naja ist. Und dann findet so ein nicht direkter Wettkampf, aber die Künstler des Singens, des Schauspielerns und des Unfugtreibens treten dort auf und werden durch Klatschen quasi, wird festgestellt, wer der Geiste ist. Kinder bemühen sich da zum Teil auch, aber kriegen nicht wirklich Bühne, aber das ist denen ja egal, die machen das dann auch eher untereinander. Und also wenn ihr wollt, könnt ihr auch irgendwie spontan sagen, hier ist meine Stand-Up-Comedy. Kennst du Frauen? Und die sind manchmal anders als Männer. Also wenn ihr das wollt, könnt ihr das machen. Nope. Müsst ihr auch nicht. So fies kein Comedian. Und ansonsten ist das ein zwar ausgelassener Abend, aber gerade dadurch, dass sich alle dann um dieses Feuer drängen, was übrigens mitten in dem scheiß Papp da quasi brennt, nur von so ein paar kleinen Steinen umgeben, was da sonst nicht ist. Es ist auch für dich nochmal, ne? Dadurch, dass das Feuer so heiß brennt und so warm jetzt wieder, weil es ja vom Herzog jetzt neu quasi, ne, mit frischem Feuer versorgt wurde, ist die Kälte und Dunkelheit von draußen viel realer. Weißt? Nur, dass 90% der Leute, die dort sind, ins Licht gucken und nicht dahin gucken, wo sie vielleicht hingucken sollten. Sophie guckt da ein, wo sie hingucken sollte. Naja, das ist das Übel und der Tod und der Winter halt. Der vorm Fenster lauert, falls jemand so dumm ist, aus dem Schatten des Feuers zu treten. Also nee, aus dem Licht des Feuers. Steht da zufälligerweise eine Rotkappe? Ja. Das ist nicht so schön. Aber vermutlich nicht die. Nee, das ist nichts Spezielles und das ist nichts Akutes, vielleicht Gefährliches, aber das ist das, du weißt, versteht, was ich meine. Das Gefühl. Das nämlich. Genau das. Das bringt uns alle ein bisschen näher aneinander, weil wir sind ja Freunde im Winter. Weil wir müssen jetzt schließlich zusammenhalten, ansonsten halten wir den Winter zusammen durch. Genau. Mhm. Und das ist quasi das Fest von, wir haben es ja schon eigentlich so gut wie geschafft. Wir sind ja quasi über den Berg. Bergfest quasi. Okay. Gut. Kann man sich ein Flämmchen mitnehmen? Nope. Nope? Dann kriegst du auf die Finger gehauen. Ja, ich will ja auch jemanden fragen,
Also, ich würde es nicht einfach tun. Achso, dann du fragst wen? Naja, einen der Satyre, die da stehen. Das ist ja schließlich deren Kneipe. Vermutlich den, der an dem Abend irgendwie den kürzesten Penis gezogen hat. Mhm. Okay. Muss mal kurz nachgucken. Hat dem echt keinen Namen gegeben, oder was? Na gut. Der Marvin. Heißt... Was? Marvin. Markus. Markus? Ja, Markus ist gut. Markus ist auch noch gut. Ich darf leider nicht Marvin nehmen, aus rechtlichen Gründen. Also. Markus, frag's also. Frag mal, wie machst du das genau? Markus? Jo. Wie ist das eigentlich? Ist das vom Brauch her, bleibt dieses Feuer nur hier in dieser Freistadt, also in diesem Freistaat in diesem Sinne, oder werden das auch die Haushalte verteilt? Oder was? Die Haushalte. Für die Haushalte nicht, aber du kannst dir quasi da hinten hast du so dünne Späne, da kannst du dir ein Flämmchen für einen Nachhauseweg mitnehmen und das brennt so lange, bis du zu Hause bist, damit du den Weg zurückfindest und da sicher bist bis dahin. Hm. Das ist auch nett. Klar. Hier, du bist doch David, ne? Ja. Sehr gut. Ich bin Markus. Und mir wurde gesagt, dass du irgendwas mit mir bequatschen wolltest. Ah, du bist, der Hofgeologe. Der Hofgeologe. Sehr gut. Ja, und zwar habe ich so ein kleines Projekt am Laufen. Und weißt du, wie das ist, wenn man erstmal so sich so versteift hat in so ein scheiß Projekt. Ich bräuchte Ziegelsteine, also chimärische. Ich dachte mir vielleicht, wenn ich Ziegel brauche, dann brauche ich Lehm. Wenn ich Lehm brauche, dann brauche ich chimärischen Lehm. Kriege ich Gott verdammt nochmal chimärischen Lehm her. Und da fragt man dann einen Geologen, habe ich mir gedacht. Naja, also. Das ist ja auch nicht so einfach. Das habe ich mir gedacht. Entweder du findest es in jemandes Traum, zu dem du auf normalem Wege Zugang erlangt hast. Das muss aber entweder Traum sein, den er öfter mal hat, wo am Rande, auch nur am Rande ist egal, Ziegelsteine vorkommen, wenn er von seinem Haus träumt, und das ist irgendwie hat volle so eine Backsteinverkleidung, ist das quasi dasselbe. Das könntest okay. du dann entnehmen, wenn der Traum stark genug ist. Und das wird vermutlich halten, aber vermutlich nicht alles davon. Die zweite Möglichkeit ist, wenn du den Graf bietest, ein Portal für dich zu öffnen. Das muss aber halt ein bisschen tiefer reingehen in den Traum, weil sonst, die äußeren Sammelstellen, die sind halt ziemlich abgegrast. Und ich weiß, der Traum verändert sich natürlich immer so ein bisschen. Aber so schnell, wenn man da was rausnimmt, ist es nicht zwingend da oder am Ende ist dort, wo halt irgendwie, wo man hätte graben können nach Lehm, ist jetzt da irgendwie inzwischen ein Urwald gewachsen, ist also nicht so fürchterlich zuverlässig. Also musst du da halt eine etwas quasi auf einem Silberpfad entlang eine Stelle haben, die befestigt wurde auf die eine oder andere Weise, was jetzt nicht so fürchterlich häufig vorkommt. Dementsprechend macht ihr das nicht auch einfach so für jeden. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ja, deswegen ist aus dem Traum immer am besten. Du kannst natürlich, wenn du irgendein chimärisches Gebäude findest, was sogar auf dieser Welt existiert, oder halt, es ist schon irgendwie ein Gebäude, weil ein chimärisches Sumpfloch, was hier existiert, oder ein bisschen Lehm rauskratzt oder irgendwas anderes, das wird nichts, das ist zu instabil. Aber wenn du ein Gebäude findest und da was rausbrechen kannst und dass es jemanden stört, dann geht das. Aber das wird auch schon mehr oder weniger auseinandergenommen sein, denke ich, in den meisten Fällen. Oha. Danke. Das ist gar nicht so einfach, alles. Also ich meine, wenn du eine andere Möglichkeit kennst, in den Traum zu kommen und mir die verrätst, wenn die einigermaßen zuverlässig ist, dann könnte ich dir eine Karte geben, wo noch Stellen sind, wo man
Leben ist jetzt, ich meine, nicht das, was am meisten irgendwie am wichtigsten ist für alle, was nicht so krass gesucht wird, aber deswegen denke ich, dass ich da noch ein paar Stellen kennen könnte oder ein paar Wege zustellen, die immer wieder auftauchen. Vielleicht auch, wenn du dann da gerade bist, aber naja, eine Hand wächst in die andere. Das glaube ich. Aber so ein Weg ist natürlich auch schon nicht ganz so einfach zu finden. Wahrscheinlich. Achso, du hast keinen? Na, dann ja. Warum hätte ich das überhaupt erwarten sollen? Ja, die gibt's eigentlich fast nicht. Also es gibt ein, zwei, die bekannt sind. Der eine ist irgendwo in der Nähe von Kalbe. Aber der ist mit eigenen Problemen verbunden, sag ich mal. Oh, was hat er denn für Probleme? Na, der ist in der Nähe von gedanklichen Fehlbauten und träumerischen Fehlbauten. Und wenn du da reingehst, kann es unter Umständen mal ganz schnell rumpeln. Oh. Ich weiß, wo das ist. Der weiß ja sicherlich, dass es nicht zwingend eine gute Entscheidung ist, da reinzugehen. Ich hatte jetzt nicht so unheimliche Probleme. Mhm. Ist das da, wo du von diesen komischen Dingsbumsen gesprochen hast? Ja, genau. Es ist da, wo ich hinterher bin ich zurückgekommen im Schiff, glaube ich. Ja, du warst danach in Kanada. Ja, genau. Da hast du es ja noch gut getroffen. Ich sehe das eher so als Problem an. Na da, wieso? Sie hat es ja noch gut getroffen. Naja, Aventurien ist explodiert, deswegen. Oder implodiert. Mhm. Und das ist noch nicht mal das Schlimmste, was da auftauchen kann. Der Tourist war übrigens auch da. Fyrdus Fokatte? Ja. Hast du ihm wenigstens mal geholfen? Der will immer nicht. Ja, hast du ihn wenigstens mal gezwungen? Nee, da ist die Welt explodiert. Ich glaube nämlich, man muss ihn erlösen. Könnte man vielleicht mal tun. Aber was macht er denn, wenn er dann nicht mehr auf Reisen ist? Nee, man soll ihn nicht von der Reise erlösen, aber von dem Irrglauben, dass immer irgendjemand kommt in letzter Sekunde, um ihn abzuholen. Ja, bis jetzt hat's ja immer geklappt. Aber meinst du nicht, der wäre zufriedener, wenn er anfangen würde, sein Glück selbst in die Hand zu nehmen? Ich glaube nicht. Hm. Möglicherweise ist das ja genau sein Glück. Ja. Das ist eine wirklich unfassbar dämliche Aussage. Ja, ich verstehe deinen Standpunkt. Aber vielleicht ist es für ihn wirklich das, was er braucht. Also für mich wäre das auch nichts, aber wir sind ja alle etwas unterschiedlich. Ich glaube, ein so tiefes Vertrauen da rein zu haben, ist eigentlich schon bewundernswert. Deswegen finde ich das okay. Ich finde, das sollte er behalten. Na, ich halte das genauso wie tiefes Gottvertrauen eher für schädlich für ihn und die Umgebung. Naja, er will es halt bis zum Ende haben. Ja, schädlich für ihn und die Umgebung. Naja, wenn er halt irgendwann mal irgendwo liegt, zerquetscht von, keine Ahnung, einem Felsen, dem Fuß eines Riesen oder sonst irgendwas, dann die Faust gen Himmel reckt und schreit, nein, hat er alles richtig gemacht. Den letzten Teil habe ich nicht verstanden. Und dann die Faust was? Gen Himmel reckt. Ach so, und schreit, nein! Ja, aber ich glaube, er liegt meistens nur zerquetscht halt irgendwo in der Ecke und das ist ziemlich matsch und... Ja und? Ich finde das nicht schlimm. Hm. Ist doch seine Entscheidung. Entscheidung? Ich weiß nicht, ob ich das Entscheidung nennen würde. Also ich meine, vielleicht ist es eine Entscheidung, aber eine, die auf einer Wissensgrundlage gefällt wird, die halt, höchst fraglich zu bezeichnen ist.
Würde ich nicht sagen. Du bist sehr herzlos. Nö. Naja, es ist halt auch seine Entscheidung irgendwo grundweg, ne? Also. Ja, es ist seine Entscheidung, aber warte, ich brauche einen guten Vergleich. Es ist also die Entscheidung eines Kindes, auf die Straße zu rennen, um den Ball zu holen und dann vom Auto überfahren zu werden. Es ist auch seine Entscheidung. Ja, allerdings ist er kein Kind mehr. Er ist jetzt in der Lage, seine Entscheidung... Aber er hat, glaube ich, die Wissensgrundlage bezüglich dieser Themen wie ein Kind. Und naja, er ist schon sehr viel umgeguckt. Gottvertrauen quasi oder Allmachtsvertrauen wie ein gezeichneter Christ. Also nur weil jemand ja kein Kind mehr ist, bedarf der nicht zwingend, also bedarf der ja vielleicht trotzdem unserer Fürsorge. Glaubst du an den Traum? Was hat denn das, was ist denn das für ein Bullshit-Argument? Glaubst du, dass im Traum Leuten geholfen werden muss? Eben. Ja. Es ist halt ein Teil von uns. So, vielleicht ist auch sein, du nennst es Gottvertrauen, sein Vertrauen darauf, dass ihm bis zum Ende, seinem Ende immer was, in letzter Sekunde was Gutes passiert, ein Teil von ihm. Ja, so wie ich Leuten helfe, wie, vielleicht so wie ist du. Ist das ein Teil von ihm, dass er dann ständig von allem zerquetscht, zermatscht, aufgespießt, vergiftet, verbrannt, ertrunken wird? Oder alles wartet nur darauf, dass ihm jemand sagt: Nein, es wird niemand kommen. Kein Dumbledore, kein Riesenadler. Und kein Captain Kirk, du musst es die Beine in die Hand nehmen. Und vielleicht kann er, ist er dann zufrieden, wenn er nicht ständig aufgespießt, zerquetscht, verbrannt und ertränkt wird. Du kannst es ja mal probieren. Das mache ich auch das nächste Mal, wenn ich ihn sehe. Die Sache ist, ich habe ihn nur einmal gesehen. Ich bis dato auch nur. Na gut, ich werde mich jetzt verabschieden. Ja, warte. Ich hole zwei von diesen Stäbchen, gib hier, mach eins an und gib's ihr. Nimm mir dann selber auch so ein Stäbchen und mach's halt an. Ja, dann macht's gut und wollt ihr noch ein Krug Bier für den Weg mitnehmen, quasi ein Fußpilz? Nee, ich nicht mehr. Ich nehm das noch mit, danke. Hau rein. Ich mach das auf und ne, bevor ich den ersten Schuss nehme, sag ich halt, ne, auf den Brauer. Das ist vernünftig. Es schmeckt nach leicht nach Nelke. Oh. Sehr schön. Dann geht ihr nach Hause. Hält das Feuer wirklich bis zu Hause? Zu Hause? Klar. Sau cool. Wenn Menschen euch entgegenkommen, dann wird das quasi winzig klein. Denn das sind echte Stäbchen. So Schilfstäbchen quasi. Aber danach wieder ein bisschen größer und heller. Voll cool. Gut. In den folgenden 2-3 Tagen. Nee, doch nicht. Am nächsten Morgen. David. Jo. Ja. Bekommst du einen Anruf von Marin? Yep. David, hast du zufällig hier Dings? Also, mein Handy, wie du jetzt vielleicht in der Nummer siehst. Mhm. Das würde ich ja suchen, aber ich habe schon aufgegeben. Hab also jetzt ein neues. Hab deine Nummer aus irgendeinem Grund noch auf irgendeinem Wisch gefunden, den ich hier halt noch hatte. Sehr gut. Aber die von anderen Leuten nicht. Jetzt brauche ich von der einen da. Hier, wie hieß sie denn? Jasmin oder so, ne? Von der bräuchte ich ganz dringend mal die Unterlagen, so die Mitschriften. Meine sind ausgetauscht worden gegen einen Wisch, auf dem deine Nummer steht. Und ich muss immerhin einen Vortrag halten. Deswegen wäre das mal richtig sweetaretto. Jasmin. Ich schau mal kurz in meinen Telefonbuch, habe ich nicht, Jasmin? Ah, ja. Dann, ja, ich,
schau mal gerade und dann melde ich mich gleich bei dir. Unter dieser Nummer, ne? Jo. Ich schreibe Jasmin an. Moin. Was dagegen, wenn ich Martin deine Nummer gebe? Er braucht irgendwie Unterlagen für den Vortrag. Sie hat nichts dagegen. Na, sehr gut. Dann kriegt Martin quasi die Nummer von ihr. Geil. Und er kriegt auch übrigens die Nummer von Gerd und Daria. Das ist vernünftig. Der ruft dich dann einfach mal an. Jo. Geil. Hier, da war noch was. Und zwar der Pavillon. Mhm. Habt ihr den jetzt gerade? Nö. Hat den nicht damals Gerd mitgenommen? Und der Kocher. Welcher Kocher? Kocher. Der Gaskocher. Ich habe einen Gaskocher gehabt, aber den habe ich nicht mehr. Aber müsste ich gucken, ob ich vielleicht noch einen zweiten habe. Wäre das möglich, dass du mir den mal vielleicht mal vorbeibringst? Klar, wenn ich den finde. Das wäre auch richtig gut. Ich lade dich dann mal auf einen Hopfenblütentee ein. Ausgezeichnet, was hast du denn vor? Beweisen, dass Balkonzelten cool ist. Balkonzelten. Ja. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir leichten Befall hatten im Haus und wir uns präventiv mit sehr viel Schädlingsbekämpfungsmittel gewehrt haben. Und deswegen ist also Balkonzelten cool. Das ist gerade ganz neu im Trend, sagst du? Ich mach das trendy, Alter. Ist noch kalt draußen manchmal, du. Ich hab schon auf dem Balkon gezeltet, da hast du noch nicht mal deine Jack-Wolfskin-Jacke aus dem Schrank geholt. Ja, weil es da noch warm war. Ja? Ich bring dir ein paar Decken vorbei. Die das anderen. Wir haben Decken. Das haben wir schon da. Die habe ich schon organisiert. Die Stoffe, die wir hier hatten, die waren jetzt. Okay, wie viele Leute seid ihr denn? Na, wie immer sind wir zu dritt. Es ist niemand ausgezogen oder so. Ihr schlaft zu dritt auf dem gottverdammten Balkon. Ja, auf dem Festival hat man auch wenig Platz, das ist kuschelig. Da bleibt's warm. Ich hoffe, er für ihn brauchst du ein Frauen Zimmer. Zusammen. Einer. Das wäre eher ungerecht gegenüber den anderen beiden. Und außerdem geht's hier um Coolness. Ich meine nur so Zimmer, Dusche. Kein Problem. Wenn du also ein Zimmer und eine Dusche brauchst, muss man ja niemandem erzählen. Aber so eine warme Dusche vielleicht kann ich dir anbieten, Junge. Das ist nett, aber tatsächlich habe ich für die warme Dusche schon das Schwimmbad für mich entdeckt. Da können wir ja kostenlos rein. Das ist richtig. Und das liegt sowieso auf dem Weg zu Uni. Oh Mann. Ja, das ich versuche mal Wellen aufzutreiben und dann bringe ich ihn dir vorbei. Brauchst du sonst noch irgendwas? Kochgeschirr? Nee, das haben wir tatsächlich da. Vielen Dank, weil das kann ja auch nichts annehmen, wenn du das einmal abwäschst, weißt du? Nur Textilien musst du mal schnell rausschaffen. Ja, na klar. Okay, gut. Ich versuche dir ein Health-Paket zusammenzubauen und dann kriegen wir das schon hin. Du bist der Beste. Ich weiß. Brauchst du noch irgendwelche andere Unterlagen, Schreibwerkzeug etc. fürs Lernen? Hey, nee, das geht schon. Okay. Juti, dann hauen sie rein. Ich schau mal. Dankeschön. Bitteschön.
Ja, ich schaue mal, ob wir noch einen Gaskocher-Dingsbums haben. Natürlich habt ihr noch einen. Wo ist gezeichnet? Was braucht man noch, wenn man in einem viel zu kalten Dingsbums ist? Schlafsack hat er gesagt, oder? Lange Unterhosen. Nee, ich hole noch ein bisschen. Haben wir noch ein bisschen Plane oder sowas da? So eine Seitenwand vom Pavillon oder sowas? Stimmt. Weil dann würde ich ihm nämlich das mitbringen. Weil wenn denn Gerd den Pavillon vergeigt hat, dann, oder Martin quasi den selber mitgenommen hatte und ihn selber vergeigt hat, was bei Martin durchaus vorkommt, wow. Dann kann er eben halt noch trocken schlafen irgendwo. Das stimmt. Also ich mache mich quasi, ich packe meinen Koffer für ihn. Mit so Dingen, die nützlich wären. Mhm. Pieschnur und Gaffer und Dinge zum Trockenlagern, also Müllsäcke oder sowas. Und dann würde ich irgendwo bei Sophie klopfen. Du? Ich müsste mal nach Madin mit. Dem sicherheitshalber. Wegen. Nach Madin? Nach Martin, ja. Ja, alles gut. Ich komm mit. Sehr gut. Was willst du da? Naja, sagen wir es mal so. Es könnte sein, dass er sich aufgrund von toxologischen Eigenschaften seiner Wohnung ausgesperrt hat. Hä? Naja, er hat seinen Raum vergast. What und, are you talking about? Er hat seine Wohnung vergast. Jetzt können die über ein paar Tage nicht rein. Aha. Und warum suchen die sich dann nicht was anderes zum Pennen? Das habe ich ihn auch gefragt. Er hat gesagt, Balkon-Camping ist das neue Inboard und die neue Trendsportart. Ah ja. Genau. Wenn die noch was zum Pennen suchen, können die auch mal 2-3 Tage bei uns pennen. Das habe ich ja angeboten gehabt, aber er wollte ja nicht. Der hat Schatten. Ab, gut, wenn er unbedingt draußen pennen will bei dem Wetter, ich meine, mir persönlich macht das nichts. Ihm wahrscheinlich schon. Mein, du wärst die Letzte, die sich beschweren würde, oder? Ich wäre die Letzte, die sich beschweren würde. Ich habe in Kanada bei minus 30 Grad draußen geschlafen und hatte kein Problem, aber es ist, Das glauben dir die wahrscheinlich Schnee meisten nicht. Schnee ist super bequem zum Pennen. Übrigens. Solltest ja, du mal probieren. Gefrorener Schnee, so richtig schön scharfkantig und bröckelig, ist so bequem, David. Na, gefrorenen Schnee gibt's selten, aber wenn du hast ja dann, also da, wo die war, gibt's ja eher diesen Pulverschnee. Der ist ja nicht angetaut und wieder gefroren, sodass es unbequem wird, sondern es ist ja tatsächlich einfach Pulverschnee. Ja, aber er ist verdichtet irgendwie, glaube ich, durch die Gravitation einfach irgendwann. Ja, aber nicht fest, das geht schon. Na gut. Ist quasi wie ein Kranplatz. Es ist auf jeden Fall super gemütlich. Ja, für jemanden, der nicht friert, ist das ja, bestimmt. Kurz bevor ich sterbe, werde ich das wahrscheinlich auch erfahren, aber dann werde ich erfroren sein. Möglich. Aber wenn du dich mal irgendwann mit einem Schlafsack in den Schnee legst, wirst du wissen, was ich meine. Bestimmt. Ich werde auf diesen Tag hoffentlich noch lange warten. Na gut, dann lass mal. Genau, wir packen unsere Sachen, inklusive Schlaf, Cookie und Axt und Schwert. Und machen Sir uns dann, William, der wird faul sonst. Genau, und machen uns dann auf den Weg, auf die epische Quest, Madin mit einem Gaskocher zu versorgen und Dingen. Epic. Ja, durch. Vater hoch. Ihr geht durch das abgeranzte Haus nach oben. Also das Platte, ne? Ja, natürlich. In dem Wohngebiet, wo Rückbau, sag ich mal, ein geflügeltes Wort ist.
Obwohl inzwischen vermutlich nicht mehr so, weil wir mit ein paar Flüchtlingen Platz haben. Na trotzdem, dort wo Rückbau hätte betrieben werden müssen. Und ja genau, ich meine, ihr klingelt unten und wie du es kennst, man sagt ja nichts, man fragt ja nichts, ihr kriegt einfach aufgemacht, geht nach oben, die Tür sind auch schon angelehnt. Draußen auf dem Flur riecht es noch nicht so schlimm nach Tod auf jeden Fall. Alles klar, wir gehen langsam aber sicher rein. Langsam aber sicher. Moin. Auch drinnen ist es tatsächlich absolut nicht stinkend. Auf einem Stuhl in dem Wohnraum, den die da haben, sitzt Steffen mit seinen Panzerhandschuhen an. An diesem Stuhl ist ein Seil befestigt. Dieses Seil ist durch einen Haken, der erst kürzlich in die Decke getrieben wurde, am Gürtel befestigt Martin, der leicht gräulich scheint und absolut nicht beweglich. Des Weiteren ist aber an einem anderen Haken eine Schlinge, die um Martins Hals ist. In dem Moment, wo er reinkommt, steht Steffen vom Stuhl auf. Doof jetzt. Das sage ich auch genau so. Ich finde das echt nicht cool, dass du wirklich so viel bei jedem Scheiß mitnimmst, übrigens. Ja, es ist, also sag... Hätte ich das mit zu viel gemacht, die hätte dich nie gefragt, ob du mitkommst. So eine Scheiße. Ja, das ist durchaus richtig, aber ich bin vorsichtig. Ja, ich guck ihn halt an, sag halt, wie gesagt, doof jetzt. Lass dann halt den Sack fallen und würde nach sowohl Cookie als auch Schwert greifen. Weil auf den Zahn komme ich gerade nicht. Aber Sophie. Ja. Na, wir sollten vielleicht mal eine Runde Initiative machen. Braucht man diese Zahlenwerte, die ihr da besitzt. 8. 7. Na gut. Steffen, was willst du denn machen? Töten! Na gut, Steffen. Steffen? Stürmt auf Sophie zu und wird versuchen, seine lustigen Fingerchen direkt in ihrem Bauch, also seine Klauen in ihrem Bauch zu vergraben. Du meinst also, Sophie kam, ach du, ich weiß gar nicht, wer jetzt gerade dran ist. Na Steffen, wie ich bereits sagte. Okay. Wenn du möchtest, ich glaube, es gibt Full Defense, kannst natürlich da nichts mehr machen. Das wäre blöd, ich muss nämlich an diesen blöden Zahn ran. Ich frag nur. Nö. Okay. Das hast du in Verteidigung 3 oder sowas, ne? Wait. It has to be somewhere. Ja, 3. Ich glaube, der geht full Berserk. Oh. Ist doch gut für euch, dann kann er sich dann nicht verteidigen. Das wird für mich aber sehr schmerzhaft dann. Naja, also. Es passiert Folgendes. Ich habe vergessen nachzugucken, wie viel Schaden er macht. Zu viel. Unendlich. Ja, wo sind die Data hier? 4? Ich natürlich. 4. Also, Sophie. Er rammt seine Panzerhandschuhe in deinen Bauch. Du spürst, wie sie zugreifen und sich drehen. Frag mich nicht wie, denn seine Unterarme drehen sich nicht mit. Ist aber vielleicht auch nicht eine Frage, die sie sich stellt, während ihr ihre Eingeweide durchrührt. Nope. Also ihre chimärischen übrigens. Tut trotzdem weh. Ja, das stimmt. Dann bist du dran. Okay.
Schafft sie es noch, diese kleine Metallbox aus ihrer Hosentasche zu ziehen? Wie viel Schick hast du denn so? 3. Nope. Sie fällt ja aus der Hosentasche auf den Boden. Kann ich es noch in Davids Richtung kicken? Ja. Das kannst du machen, das ist nicht so schwer. David. Sie meint ja nur noch David Boden. Nee. Da kannst du nicht mehr. Aber er hat es vielleicht bemerkt. Vielleicht. Das entscheidet Daddy. Also. Irgendwas Kleines rutscht über den Boden. Neben dir steht Sophie, die die Klauen des Typen in ihrem Bauch hat, die sich drehen. Und ein paar Meter vor dir hängt Marin am Strang. Das ist um seinen Bauch herum, ne? Bitte? Das ist um seinen Bauch herum, richtig? Nee, pass auf, das habe ich... Der ist gehängt. Ich habe es nicht offenbar gut genug. Es gab zwei Seile. Eins war um seinen Hals. Das war eine Schlaufe, die noch nicht fest war. Das andere war quasi an seinem Gürtel und an dem Stuhl befestigt, auf dem die Rotkappe saß. Das heißt, als sie aufgestanden ist, ist das Seil quasi wirkungslos gewesen. Der Stuhl flog an die Decke und er hängt jetzt an dem Seil um den Hals. Es ist keine ausreichende Höhe, dass ihm das Genick gebrochen wurde. Aber er hängt da. Kann nicht so. Mieser Ficker. Es wäre viel witziger gewesen, wenn du alleine gekommen wärst. Das ist richtig. Das Problem ist, ich muss gerade beiden helfen. Am besten würdest du ihnen helfen, indem du diese Rotkappe jetzt kaputt machst. Das Item liegt vor dir. Ja, ich weiß. Das ist halt das... Das Problem ist, ob er das gerade sieht. Er sieht halt gerade zwei Gefährdungslagen, aber nicht unbedingt die Lösung, weißt du? Er ist ja kein... Soll ich einen Wurf für dich machen, um das zu bestimmen? Nee, er hat schon nach dem... Wie ist denn der Mund der Rotkappe? Er hat sich ja einen Plan zurechtgelegt. So ist das ja nicht. Wut verzerrt leicht geöffnet und mit grimmer Freude und ziemlich nah an Sophie. Ja, scheiße drauf, ich ramme ihm diesen scheiß Keks in den Mund. Zählen wir das mal als unbewaffneten Nahkampfangriff. Wie viel hast du denn da? Waffenloser Kampf, 1, mit Geschick, dann wären das ja insgesamt 6. Okay, du nimmst den Keks und rammst ihm in den Mund. Ein paar Bröckchen davon fallen zu Boden, weil seine ist ja nicht vollkommen geöffnet und an den scharfen Zähnen geht dir immer wieder mal was vorbei. Und der hat ihn dann erstmal im Mund. So, Martin ist dran. Was machst du so? Er hängt zu hängen. Abhängen. Na gut, faules Schwein. Nächste Runde. Steffen! Haben sich deine Pläne geändert? Okay, Darwin hat ihm irgendwas im Mund gesteckt. Er spuckte Sophie ins Gesicht. Nehmen wir das doch einfach mal nicht als Handlung. Aber es war ein so guter Plan. Bis zu einem gewissen Grad. Ja, ja. Vielleicht hat er einen Teil davon runtergeschluckt. Das kann man vielleicht nicht ganz verhindern. Ich gebe ihm mal einen würfeligen Abzug ab nächster Kampfrunde. Er nimmt jetzt du spürst, dass die Klauen sich aus deinem Bauchraum lösen. Und er wird quasi dich so ein Stück zurückschubsen und sich dann David zuwenden und seinerseits versuchen, ihm das Dinge, die Dinger in die Brust zu treiben. Du hast auch 3 Verteidigungen, ne? Ja. Also ich nehme den Wurf mal so.
Ja, ich muss den Wurf so nehmen. Hausregel ab jetzt erinnert mich dran, im Kampf explodieren Zehner nicht mehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Erfolge plus Schaden sind 13 Schaden. Die David so bekommt. Ja. Oh. Da bin ich wohl Geschichte, würde ich sagen. Ja, da, also der rammt seine Klauen in Davids Brust. Du hörst Blut und Knochen und Lunge und noch ein leises Hauchen, wenn nachdem dann kippt David nach hinten um und du siehst die Chimäre aus ihm entweichen. Du bist dran! Zahn kaputt machen, Willenskraft. Hätte das mal jemand eher gemacht? Wieso? Ja, aber das. Das ist mir egal, Hauptsache ich weiß nicht, ob ich sie brauche, um das noch irgendwie hinzukriegen, aber. Nee, du hast nur 5 Schaden bekommen. Nur von 7. Von 9. Achso, okay, dann geht's ja noch. Dann mach ich's jetzt kaputt. Nimmst deine Axt und haust auf die Schachtel und dann geht der Zahn auch kaputt. Ja. Okay. Er fällt, wie als hätte ihm. Als hätten ihn die gemeinsame Stärke von 5 Trollen mitten ins Gesicht geschlagen, rückwärts um, voll mit dem Hinterkopf auf den Boden. Alle Zähne fliegen dabei, die er hatte, sind viel zu viele, es sind nicht nur 32, durch die Luft. Und er bleibt erstmal bewusstlos liegen. Gut. Die Axt in meiner Hand. Warte, der Kampf ist noch nicht vorbei. Martin, was willst du denn so machen? Nee, er gibt keine Geräusche von sich. Oh. Wie langweilig. Aber der überspringt seine Handlung offenbar. Okay. Die Axt in meiner Hand und der Hals dieser Rotkappe, ne? Oder der Schädel dieser Rotkappe werden gute Freunde. Du tötest die? Die hat David getötet! Du Monster! Wie kannst du nur... Oh, okay, du... Einmal, zweimal, dreimal. Sie ist wütend. Blut. Also du tötest sie jetzt auch noch chimärisch, ne? Das ist ja keine richtige Axt. Ja, das ist klar. Und danach... Nee, ich meine bloß, wenn du möchtest, wenn du richtig wütend wärst, könntest du ja auch was anderes nehmen. Nein. Na gut. Blut spritzt durch die Luft und gleich der Tropfregen wird auf dein Gesicht herabfallen. Wie ein freundlicher Winterschnee. Dann werde ich Maddy losschneiden. Achso, okay. Und dann die Zähne einsammeln. Okay. Die verschwinden, während du sie anpackst. Ja. Martin okay. Ist immer noch grau. Ich sag erstmal schnell, wie Martin aussieht, danach kannst du dich auch um David kümmern. Martin ist immer noch leicht gräulich. Die Augen sind aufgerissen, aber starr. Ist er tot? Nein, er bewegt sich nicht. Außer, also er bewegt auch eigentlich den Brustkorb nicht, aber er hat einen Herzschlag, wie du merkst. Er sieht ein bisschen aus wie ein Klischee vom Basilisken angeblickter. David ist bewusstlos mit extrem, nicht flacher, aber oberflächlicher Atmung und sehr ruhigem Puls. Okay. Hat sich schon mal irgendwie gehört, was passt? Nee, ich hab keine Ahnung, oder? Der Satz war wenig zu Ende. Okay, ich muss jetzt irgendwen anrufen, der mir hier hilft. Nee, was wolltest du denn fragen? Ob sie weiß, was jetzt mit ihm passiert. Mit David. Ach so, das wirst du tatsächlich so genau nicht gelesen haben, nee. Okay. Dann muss sie jetzt jemanden anrufen, der das weiß. Sie macht jetzt kurz ein Bild von Madin. Mhm. Oh Gott, wen kann sie denn jetzt anrufen? Wen kennt sie denn jetzt? Ey, Schwester altes Haus, du alte Baronettenhure. Was geht? Ich hätte da mal eine Frage.
Ja, ganz bestimmt wird sie jetzt Zoff anrufen. Ach so, übrigens, by the way, ich habe einen deiner Untertanen getötet. YOLO. Aber nur aus Notwehr. Und auch nicht chimärisch. Und Notwehr war immer erlaubt. Hast du das irgendwo gelesen? Es hat irgendwer mal gesagt. Ich als Spielleiter, aber vielleicht habe ich dich einfach... Thorald hat das gesagt, glaube ich. Shit. Und dass wir angegriffen wurden, ist ziemlich offensichtlich. Das mag sein. Du siehst tatsächlich aus wie das Ergebnis einer besonders preisgünstigen Abtreibung. Mhm. Oh Gott, wir hatten jetzt ein Auto. Verdammt, wo ist dieser verfickte Eschuh, wenn man den mal braucht? Da, wo er gebraucht wird. Offensichtlich nicht. Ich hab dich ja vor ihm gewarnt. Und wie kriegt sie jetzt diese Rotkappe da weg? Und wie kriegt sie jetzt David da weg? Sie ruft jetzt erstmal Sandro an. Der weiß zumindest bestimmt, was jetzt mit David passiert und ob sie auf irgendwas achten muss. Der geht nicht ran. Okay, sie ruft Roland an. Na gut. Joop. Hi. Ich habe ein winzig, winzig kleines Problemchen. Und David wahrscheinlich ein größeres. Muss ich jetzt einen Krankenwagen rufen, wenn dem jemand quasi das hatte den Brustkorb aufgerissen hat, oder Das klingt nach einer Sache, die du auf jeden Fall tun solltest. Ja, aber chimärisch. Wo bist du denn? Sie gibt ihm eine Adresse. Gibst du ihm auch die richtige? Ja. Ich bin in einer Viertelstunde da. Okay, die Tür ist offen. Dann mach sie mal zu. Ja. Kommt da jetzt jemand? Nee. Wenn ich mich nur jetzt hinsetze, stehe ich gleich nicht mehr auf, um dir die Tür aufzumachen. Nee, ob da jetzt jemand kommt und sich das angucken kann. Hä, was? Ob du da alleine bist. Ja. Und alleine bleibst. Ich weiß es nicht. Der Typ, wo wir gerade sind, hat Mitbewohner. Aber die sind nicht da, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Okay, du nimmst dir jetzt einen Korkenzieher oder irgendwas anderes zum Ritzen und dann wirst du außen in die Tür ein Rätsel reinritzen und bitte eins, was sie nicht lösen können. Okay. Gerne auch eins ohne Lösung. Okay. Dann wirst du das mit ein bisschen Glanz besiegeln. Okay. Viertelstunde. Jo. Macht sie. Was hat sie denn für ein Rätsel? Ja. Das Gers wird sie da jetzt nicht einritzen, das wäre vielleicht nicht so klug. Hat auch nicht so eine richtige Rätselstruktur und du musst es einritzen, ne? Hm. Das Gers war echt lang. Ja, das stimmt. Ich weiß, du bist nicht so der Rätselfreund. Du kannst mir sagen, du suchst nach was im Internet. Ja.
Gut, dann könnten sie es vielleicht sogar lösen. Das ist ja wohl das beschissenste Rätsel von allen, Deli. Ja und? Es ist ein Rätsel und es passt. Ja, und dann sagen die, hä, der Mensch, und dann gehen die rein. Ja, aber da müssen die ja erstmal wissen, was die das sagen müssen. Man könnte auch reinschreiben, sprich Freund und tritt ein. Das ist doch beschissener. Dann müssen sie es nur vorlesen und haben die Lösung dann schon mit drin. Ja, eben. Siehste? Kannst du auch einfach schreiben, was ist braun und klebt am Blatt? Siehste, das kannst du nehmen. Was für eine Lösung setzt Baum. Sie? Bitte? Was für eine Lösung Sophie festsetzt? Was für eine Lösung Sophie festsetzt? Naja, welche Lösung du für dieses Ding nimmst. Ein Bärchenaufkleber. Perfekt. Denn es geht nicht darum, dass das Rätsel fair ist, sondern nur, dass es eine Lösung hat. Ja, ja. Perfekt, das kann niemand lösen. Gut, das ritzt du da rein. Das dauert eine ganze Weile. Kommt zum Glück keiner, außer wir sind Halle Neustadt. Und was machst du denn dann noch die restlichen paar Minuten? Sich hinsetzen, weil sie fürchterliche Schmerzen hat. Die Rotkappe kommt langsam wieder zu sich. Sie ächzt. Ja, sie ist aber nur ein Mensch, das weiß Sophie. Sie ist kein Mensch. Hä, sie hat ihn chimärisch getötet. Oh, stimmt. Den Teil hatte ich vergessen. Kommt nicht zu sich. Sehr schön. Dann wird Roland an die Tür hämmern. Sie braucht ein Weilchen. Drogenrazzia, kooperieren Sie. Und irgendwann öffnet sie die Tür. Der wird er eintreten. Ein Bärchenaufkleber, stimmt's? Ja. Trick bei den Dingern ist übrigens, dass die du einlassen willst, das schon irgendwie drauf kommen. Was ist hier passiert? Er war vielleicht ein bisschen sackig auf uns. Und wer ist er? Brauchst du jetzt einen Namen oder was brauchst du? Nee, es ist ein. Ich brauche ein was? Eine Rotkappe. Wer ist das da? Kumpel von David. Und was ist mit dem? Ich weiß es nicht. Die Rotkappe hat ihn irgendwie aufgehangen und wollte ihn vielleicht erhängen oder es war nur, ich weiß nicht genau, was das war. Na, die Würgemal um seinen Hals sehe ich schon noch, aber ja. Er ist ganz schön grau und starr. Ich weiß, ich hatte gehofft, dass irgendwer das vielleicht weiß. Also du warst es nicht? Nein. Und David auch nicht? Nein. Okay, so, du machst jetzt Folgendes. Die Seide und alles, was darauf hindeutet, packst du hier in diese Tasche. Okay. Vermutlich auch diese Haken da. Ja. Die gegen die Würgemale können wir nicht machen. Und ich pack mir die beiden und bring die schon mal runter. Okay. Dann in der Zwischenzeit, wenn du es schaffst, zerrst du den schon mal in sein Bett und legst ihn da rein. Am besten ziehst du ihn auch gleich irgendwie hier sind nur Schlipper oder was auch immer an. Und da drüben, geil, die haben Schnaps. Du stellst eine angebrochene Schnapsflasche neben ihn und gibst noch ein bisschen über sein Bett aus. So, das ist, ne, wie so eine Sabberlache am besten. Okay. Okay. Los geht's. Ja. Sophie gibt sich Mühe. Mhm.
Wenn du ihn darüber zerrst, dann wird er mit der Zeit etwas beweglicher und die Hautfarbe wird schon etwas weniger grau. Okay. Dann wird sie das jetzt weiter dingsen und wird tun, was Roland ihr gesagt hat. Bei der Rotkappe musst du dann, du musst schnell fertig sein, er muss erst David runterschaffen, dann sie wieder hoch ächzen. Und bei der Rotkappe musst du ihm dann helfen, die unten in sein kleines Wägelchen zu legen. So. Bring jetzt erstmal David zurück, genau. Okay. Es wäre übrigens super, wenn wir es irgendwie schaffen, diese Rotkappe die nächsten 3 Wochen ruhig zu stellen. Wieso? Die ist ja jetzt ruhig gestellt. Wie lange bleibt die denn ruhig gestellt? Mindestens 1 Woche, aber ich vermute länger. Es wäre super, wenn wir das einfach jetzt für die nächsten 3 Wochen hinbekämen. Wie wirst du das machen? Weiß ich nicht. Ah, warte doch, ich habe eine Idee. Nee, warte mal. Was willst du denn machen? Wenn sie die nächsten 3 Wochen pennt, wäre das echt hilfreich. Nee, du solltest eine Fee nicht verzaubern, wenn die Seele erst gerade den Weg in den Körper zurückfindet. Wir wissen nicht genau, was dann passieren kann. Vielleicht findet die den Weg dann nicht zurück. Das wäre vielleicht besser für ihn. Das wäre vielleicht nicht so gut. Ja. Auch für dich nicht und dein Seelenheil. Das stimmt allerdings. Ich bringe den nach Leipzig. Dann hoffe ich mal, dass er nicht so schnell wiederkommt. Ansonsten wird das nämlich in 1,5 Wochen nochmal genauso aussehen. Der hat euch angegriffen? Ja. Hey, ich bringe den zu dieser alten Krummelfotze da. Also genau zu sein, bringe ich den bis davor und dann kann schön der alte Ersatz ihn reinschleppen. Ich sag mal, die Angelegenheit ist etwas komplizierter. Naja, und? Meinst du, der macht eine Aussage? Weiß ich nicht. Na, jetzt erstmal nicht. Er hat jetzt noch 2,5 Wochen, oder wie viel ist es jetzt noch? Ja, so ein bisschen weniger als 2 Wochen. Er hat jetzt noch ungefähr 2 Wochen Zeit. Wenn er uns bis dahin nicht um die Ecke gebracht hat, dann... Also wird er keine Aussage machen. Meinst du? Natürlich. Wenn er ein Beutemal auf dir hat, dann wird er doch alles dran setzen. Ne? Ja. So lange wie möglich dann lieber ein... Aber ich weiß auch nicht. Ja, wir können, sagen wir, unsere Pflichten jetzt dahin zu bringen. Zumindest irgendwo, wo man auf ihn aufpasst. Und das ist eigentlich in der Freistadt. Und hier in die Freistadt, zu diesem Sonnenkönig hier, bringe ich ihn garantiert nicht. Ja, ich ruf jemanden an. Dann mach das mal am besten, während ich David schon hochschaffe, ja? Ja. Kommt an. Ihr wird David nach oben bringen. In sein Bettchen legen. Sophie ruft Aaron an. Der wird jetzt wissen, ob er den abholen will oder was mit dem jetzt passieren soll. Immerhin gehört er irgendwie zum Hof von der Alten und Du rufst Aaron an. Ja. Na? Hi. Ich hab Steffen hier und irgendwer muss auf den aufpassen. Bitte was? Ich vermute mal, ich könnte ihn jetzt irgendwo hinbringen, aber der braucht jetzt ein paar Tage, bis er wieder zu sich findet. Wie meinst du denn das genau? Muss ich das jetzt am Telefon besprechen? Ja, muss ich ja, wahrscheinlich, ne?
Wurde der mit einem Zauber verwirrt, der alte Waschlappen, oder was? Nein, der alte Waschlappen wurde nicht mit einem Zauber verwirrt. Der alte Waschlappen wollte uns das Licht ausknipsen und das hat nicht ganz geklappt. Der hatte das mal? Ja. Du erzählst mir und ich dachte, eine richtige Rotkappe hat's auf dich abgesehen. Nee. Warte mal, und der ist jetzt gescheitert? Ja. Und was genau ist es mit dem passiert? Naja. Ja, nicht drumrum quatschen jetzt. Ich sag mal, sein Kopf, sein chimärischer Kopf war Mus. Er hat sich von seiner Beute erlegen lassen. Zahnlos. Was? Ja, er hat sich von seiner Beute erlegen lassen. Nee, warte, Spezifika jetzt hier. Naja, zahnlos. Na, das war er ja schon vorher. Nee, ganz ohne Zähne. Er ist ganz ohne Zähne. Ja. Dieses Gespräch hat nicht stattgefunden. Ich komme dich heute Abend besuchen. Bis dahin lagerst du Steffen bei dir. Okay. Sich von seiner Beute erlegen lassen. Naja. Weiß überhaupt was, Na, wir gucken mal. Jetzt erfahren wir zumindest, was passiert, wenn... Hast du noch so einen Zahn? Mm-mm. Die haben sich aufgelöst. Irgend so eine bekackte alte Oma, die immer Fleischkuchen essen wollte, immer schon ein bisschen verwirrt. Aber es war so eine Kinderin und die meinte, die hat davon geträumt, dass es überhaupt nicht stimmt, wenn eine Rotkappe der Zahn zerstört wird, dass sie dann stirbt. Sondern, dass sie alle Zähne verliert in diesem Leben und in allen weiteren. Ich sag mal so. Alle, die jetzt davon wissen, denen wirst du sagen, dass wenn sie den Mund aufmachen, ich die genauso besuchen komme, wie ich heute Steffen besuche. Okay. Ich will mir nicht die Mühe machen, denen selber klarzumachen, dass sie besser ruhig sind. Du machst das. Du machst es gut. Ich habe da größtes Vertrauen in dich. Na dann. Bis heute Abend. Jo. Roland kommt runter. So, was ist jetzt mit dem Kackspecht? Der bleibt erstmal hier. Ich habe jemanden angerufen, der ihn wahrscheinlich mit nach Leipzig nimmt. Jutti. Muss mir wieder helfen. Okay. Fette Schweine, ja. Sie hilft ihm. Wenn die sich auch mal bewegen würden und nicht nur essen. Meine Güte, so. Wir sind dein Peiniger und deiner Bruder haben ja, ne? Ja. Na, Jutti. Der kommt ins Zwischenzimmer. Oh, du bleibst da besser draußen. Warte. Ihr seid noch gar nicht oben. Ach so. Auf dem Weg nach oben. Der ist ja jetzt noch eine Woche außer Gefecht gesetzt. Dann macht er die Tür auf, denn er geht natürlich voran. Er hat ja auch den Oberkörper, den er tragen muss. Und tritt rückwärts die Tür zum Zwischenzimmer auf. Legt den Typen... Deswegen sagt Sophie, warte. Ja, achtet nicht auf deinen Warte. Wenn du stehen bleibst, dann fällt höchstens, weil er weiterzieht und irgendwas in sich reinmurmelt, das Bein runter. Er zerrt den Typen aufs Sofa, guckt sich die Einhörner an, geht einen kleinen Schritt zurück, sagt, unangenehm. Dann legt dir noch das eine Bein, was runtergerutscht ist, aufs Sofa, klatscht ihm auf den Bauch, es schwabbelt ein wenig nach unten wie so eine Welle und kommt dann zu dir. Was wolltest du gerade? Nichts. Ich
Gut, muss ich mich jetzt noch um was kümmern, außer David? Was muss ich denn jetzt mit David machen? Okay, also. Allen Erfahrungen nach musst du dir keine Sorgen machen, dass er irgendwie jetzt im Schlaf anfängt zu ersticken, außer du drückst ihm mit Kissen ins Gesicht. Er wird sich auch nicht irgendwie in die Luft kotzen oder irgendwas. Ich habe ihn bequem auf den Rücken gelegt, damit er keine Nackenschmerzen bekommt. In der Woche, vielleicht ein bisschen eher, weil ihr quasi erst so jung jetzt noch seid. Vielleicht aber auch erst in einer Woche, wird er aufwachen. Muss ich ihm was zu essen oder zu trinken einflößen? Nee, das ist alles außer Kraft gesetzt in der Zeit jetzt. Aber wenn der aufwacht, dann wacht er erstmal als Mensch auf. Nee. Als Mensch, der dort anfängt, wo er mit der Erinnerung dort anfängt, wo quasi sein Feenleben anfing. Oh Gott. Und das wird dann ungefähr ein paar Stunden andauern. Das wird kein Spaß. Aber immerhin habt ihr schon hier gewohnt. Das erleichtert übrigens vieles. Ich schließe ihn einfach in seinem Scheißzimmer ein. Das ist keine gute Entscheidung. Okay. So, nach ein paar Stunden wird, denke ich, die Feenseele, also was anderes wäre Quatsch, dann in ihm wieder erblühen. Er wird sich an alles erinnern, aber da werden Spuren zurückbleiben. Okay. Je nachdem, was es war, natürlich erstmal Narben. Und alles Weitere wird man sehen, auch wie lange. Okay, danke. Ich bin da natürlich da. Vielleicht auch in der Zeit, wo er erstmal noch als Mensch erwacht. Das kann ich dich eigentlich gar nicht alleine machen lassen. Und er kennt mich ja theoretisch schon, ne? Ja, dann machen wir das so. Okay, du entschuldigst mich, ich muss mich jetzt hinlegen. Brauchst du noch irgendwas? Nee. Alles klar. Danke dir. Wollen wir das nächste Woche machen oder habt ihr darauf noch heute Lust? Ich hab darauf jetzt noch Lust. Jo. Gut, also erstmal kommt noch am selben Abend Aaron. Und, also klopft quasi bei dir an, es ist dann so gegen Mitternacht. Sophie macht dann auch auf. Steht da. So, wo ist denn das Schwein? Da. Ich gebe dir nochmal 5 Sekunden, um nachzudenken. Ach, warte, scheiße. Sie geht erst in dieses Zimmer. Das kannst du am Nachmittag schon gemacht haben. Nee, da hat sie am Nachmittag nicht dran gedacht. Okay. Und er kriegt mit, dass sie ein Bild abhängt und umdreht. Ich sag mal, darüber wundert er sich gar nicht so besonders. Okay. Vielleicht ist es ja das Bild, das ihr tatsächliches Alter zeigt und wenn sie jemand anguckt, dann wird sie so alt, also dann tauscht sie das Alter. Könnte ja sein. Das wäre neu und innovativ. Ja, dann bindet es ihn dann rein, er kommt rein. Du bist halt wirklich ein fettes Mastschwein. Packt ihn am Schlaffittchen, zerrt ihn hoch, stupst ihn gegen die Stirn, der Kopf fällt nach hinten. Du warst auch nicht so dumm, jemandem zu sagen, dass ich hier vorbeikomme. Er hat nur gesagt, dass jemand vorbeikommt, der ihn mit nach Leipzig bringt. Ja, das ist gut. Hast du irgendwie so richtig dicke, schwarze Mülltüten? Habt ihr die ja, ne? Ja, sicher. Gib mal 4. Sie geht in Richtung Küche und holt ihm 4 Mülltüten. Er wird dann jeweils 2 um die Beine und 2 um den Oberkörper schlingen, die irgendwie mit Panzertape zupappen. Das hat er zum Glück mitgebracht. Sich die über die Schulter werfen. Jo. Gut. Du bist jetzt wieder für alle anderen Rotkappen nicht mehr gezeichnet. Du hast also keinen Welpenschuss jetzt mehr.
Ich hoffe, keinen Welpenschutz mehr. Nee, nicht Welpenschutz, Beuteschutz quasi. Du bist nicht mehr von jemand anderem beansprucht als Beute. Ich hoffe, das war es dir wert. Guckt um deine leicht blutenden, um deinen blutenden Bauchbereich. Sie wirft nochmal einen. Es ist eine Mischung aus Wut und Abfälligkeit irgendwie auf diese Müllbeutel. Was heißt das, was mir wert? Na gut. Versager schmeckt übrigens genauso wie Sieger. Vortrefflich. Dann wird er nach unten stiefeln. Wir können meinetwegen eine Woche springen. Okay. Will so viel Glamour einsetzen, um sich zu heilen. Nope. Du musst ein bisschen sparsamer mit ihrem Glamour umgehen. Na, du hast 10 von 12 zur Zeit, ne? Okay, trotzdem nicht. Kommt drauf an, wie viel schafft sie denn dann in der Zeit? In einer Woche könntest du theoretisch 4 ausgeben und 4 heilen. Das meine ich nicht. Was passiert, wenn sie nichts ausgibt? Dann heilst du vielleicht einen. Also nee, dann heilst du auf jeden Fall einen. Okay, naja, einen Glamour wird sie vielleicht noch einsetzen. Okay, das klingt vernünftig. Gut. Nach einer Woche wirst du dann irgendwann, du bist ja immer ein bisschen in der Nähe von Davids Zimmer, nehme ich an, oder lässt einfach die Türen offen, während du malst, oder irgendwas? Ist die Tür offen, ja. Okay, du wirst merken, wie er sich regt. Daddy, wie gesagt, du hast Erinnerungen ab dem Zeitpunkt nicht mehr, wo du in den Keller gegangen bist, das erste Mal. Yay. Das heißt, und dir fehlt auf jeden Fall, aber das anders, ich muss es dir anders sagen. Stell dir vor, David wäre auch in der Zeit zurückgesprungen. Das heißt, für ihn setzt es auch quasi, das ist alles ultra frisch, was passiert ist direkt nach dem Umzug oder während des Umzugs, außer der Vorfall mit dem Bunst bei ihrem Vater, der ist eigentlich ziemlich verschwommen. Und also die Hinfahrt nicht, aber dann alles, was danach passiert ist. Die Sache mit den Schrutt genommen. Zumindest der Traum ist weg, was Sophie damals erzählt hat. In dem Haus selbst ist aber noch vollständig da. Und das ist auch quasi für dich erst so 3-4 Tage hergefühlt. Das heißt, wenn du aufs Datum guckst, wirst du erstmal schön Rast, mein Junge. Und ansonsten, ja, ich denke, das ist die beste Beschreibung, die ich dir liefern kann. Und ihr beiden macht das mal, denn Roland kommt wie immer zu spät und ich bin nochmal kurz AFK. Ich glaube, ich stehe ganz normal auf. Ist ein bisschen irritierend von der Wohnung, aber weil das halt auch ein bisschen komisch aussieht. Ja, Sophie dreht sich dann irgendwann um und kommt zu ihm. Hey! Was hast du denn hier so umgebaut? Na, die Deko-Krams. Das sieht doch jetzt besser aus, oder? Schon. Siehste. Ja. Erstmal Tee? Ja. Ja. Er stapft halt in die Küche, wundert sich auch da, dass alles anders aussieht, fühlt. Du warst fleißig. Hast ja schon alles eingeräumt. So bin ich. Immer fleißig. Nee, so bist du nicht. Ey, du hast dich ja die letzten Tage, du warst ziemlich krank, also insofern. Dachte, ich bin mal nett. Ich war krank? Ja. Okay, ernsthaft? Was hatte ich? Weiß ich nicht, ziemlich hohes Fieber und so ein Kram. Okay. Alles ein bisschen seltsam, ja, das kann gut sein. Der Zucker steht links, richtig, ja.
Ja. Oh Gott. Wenn ich so lange krank war, welchen Tag haben wir heute? Mittwoch. Oh, dann muss ich morgen zur Uni. Bin ich noch krankgeschrieben? Du bist krankgeschrieben, ja. Gut. Auch noch bis Ende der Woche. Sehr gut. Oh ja, habe ich noch Zeit, meine Aufgabe zu fertig zu machen. Ja, hast du. Hier setz ich. Danke. Was ist das für ein Scheißwetter da draußen? Naja. Wie naja? Er steht auf und geht halt Richtung Scheißwetter halt. Was zum Teufel ist mit den Bäumen passiert? Herbststurm. Herbststurm. Das sieht aus, als wäre das. Als wenn es keine Blätter mehr gibt. Die haben keine Blätter mehr, nichts mehr. Das ist kein gottverdammter Herbststurm. Stimmt. Wie stürmt. Stimmt. Ja, dann kann das doch kein Herbststurm gewesen sein. Ah, fick dich, David. Wie fick dich? Oh, nerv mich doch jetzt nicht damit. Womit? Es ist Februar, Mann. Willst du mich verarschen? Nö. Wir sind jetzt seit 3 Tagen in dieser Wohnung. Ja. Wie, ja? Dann ist es nicht Februar. Wir wohnen hier schon ein Weilchen länger. Ja, nie, ist klar. Draußen fängt es vereinzelt mit ganz leichten Flocken an zu schneien. Im August. Im August, das ergibt so gar keinen Sinn. Ich sag doch, dass Februar ist. Es ist August. Ja. Also, das sieht nicht danach aus, aber kurz bevor ich krank wurde, war es noch August. Okay. Du solltest vielleicht morgen oder übermorgen zum Arzt. David. Ja. Aus deinem Wandschrank. Komm, da, vielleicht kurz um Kinder lachen. Na gut, dass ich in der Küche bin, das wahrscheinlich nicht höre. Scheiße, wenn man weggeht. Doch. Hast du hier irgendjemanden zu Besuch? Nee. Du hast das Kinderlachen aber auch gehört, oder? Vielleicht war es draußen oder so. Ja, wahrscheinlich. Also, was ist Phase? Klär mich auf. Oh, hab ich doch gerade gesagt. Ja, schön. Ich bin jetzt also seit 6 Monaten an meinem Bett gefesselt. Nein, bist du nicht. Sondern? Seit ein paar Tagen. Ah ja, und die letzten 6 Monate sind einfach so weg. Wie, hä? Damit verarschst du mich jetzt, oder was? Nee, du verarschst mich. Deswegen... Oh Mann, hier, sie zeigt mir ihr Smartphone. Ja, wuhu, das kann ich auch umstellen. Dann guck doch auf deinen Rechner oder aufs Internet. Sein Unglaube schmerzt. Vor allen Dingen in deiner Wunde. Sie weicht etwas zurück vor ihm. Warte mal kurz. Outgame, hast du Roland Bescheid gesagt? Das macht sie jetzt. Okay.
Sie geht raus aus der Wohnung. Ich komme gleich wieder. Ja, ja, ich gehe an mein Handy bzw. Notebook. Du weißt ja, was da stehen wird. Ja, ja, natürlich. Das hat sie alles. It's just a prank, bro. Alles geändert. Offensichtlich. Was ist denn deine Startseite? Windows 10 Startseite, wo einfach dick das Datum drauf ist. Warte mal. Wer hat Windows 10 als Startseite? Ich meine, ach nee, du guckst dir einfach ins Internet. Okay, das passt. Ja, eben. Ins Internet gucken. Weil das kann sie ja nicht umstellen, weißt du, wenn du irgendeine Seite nimmst, die einfach Nachrichten macht oder so. Das Problem ist, ich werde mit Sicherheit irgendwann mein Passwort geändert haben, weil ich alle paar Monate mein Passwort ändere. Well, dann kommst du nicht an deinen Rechner rein. Ja, eben! Das ist so kacke! Die Uhrzeit und das Datum siehst du da trotzdem, das kann sie auch umgestellt haben, aber du kommst nicht an deinen Rechner ran. Sophie, du kommst unten an. Sie klopft an Rolands Tür. Er schmeißt die Tür auf. Ja. Hi. Ja. Du wolltest doch da sein, wenn er wach wird, oder? Wenn wer wach wird? David. Muss ich ihm einen guten Morgenkuss geben? Nee, ist schon wach. Ja, aber was ist denn daran jetzt Besonderes? Nichts, du hast nur gesagt, du wolltest da sein. Und warum habe ich das gesagt? Er scheint ehrlich verwirrt. Ist er sich. Sieht man seinen Feenschein noch? Ja, ja. Weil er da oben rumlag die letzte Woche? Warum das denn? Winterdepression? Nee, weil seine Feenseele mal einen kurzen Ausflug gemacht hat. Shit, was ist das denn passiert? Letzte Woche? Ich sollte mal hochgehen. Ja. Er geht hoch. Ja, wenn er durch die Tür kommt, kriegt er einen. Sophie, warum hast du mein Passwort geändert? Was soll die Scheiße? In den Kopf geworfen. Mach mal ganz ruhig, Alter. Weißt du nicht mehr, dass wir neulich uns übelst einen weggehoben haben? Und dann saßen wir bei dir und vielleicht habe ich dich überredet, ein bisschen auf Seiten zu gucken, die dir zwar gefallen haben, aber war dir vielleicht auch unangenehm. Okay, so. Du weißt, dass der Wurzelpeter macht schlimme Sachen mit uns allen. Und ich werde mich bestimmt bald erinnern, was wir als Passwort dann neu festgelegt hatten, damit ich nicht rankomme. Und frag nicht, warum wir beide uns das überlegt haben, damit ich nicht rankomme, denn wir waren echt ziemlich betrunken. Wann haben wir denn damit mal gesoffen? Naja, häufiger mal. Es ist ja schön, dass ihr diesen Prank so richtig toll zusammen ausarbeitet habt, aber ernsthaft, das geht mir gerade voll auf den Sack. Junge, ich bin kein 18-jähriger YouTube-Spast. Ich pranke nicht. Ja, nee, ist klar. Wie habt ihr das mit draußen gemacht? Und weil, ist das irgendwie hochauflösende Fernseher oder sowas, die ihr da vorgehängt habt? Ich mach mal so ein Fenster auf. Ja. Ich bin ja wohl neugierig. Ja. Da ist kein Fernseher. Aber Sir William, der reingeflattert kommt. Ja. Also wie macht ihr das mit da draußen? Wie habt ihr die Bäume so repariert? Sophie weicht noch einen Schritt zurück. Mit einer Schneekanone. Roland stellt sich jetzt so ein bisschen vor, Sophie. Das macht's irgendwie angenehmer, wie als würde vor dir was in dem Windkanal stehen, weißt du? Hm. Aha. Wann wollt ihr mit dem Scheiß aufhören? Naja, wenn's aufhört, lustig zu sein. Der Punkt ist erreicht. Findest du? Schon, ich habe noch kein Lachen gehört. Entsprechend kann das nicht der Wahrheit entsprechen. In dem Moment kommt ein Kind, der Lachen aus dem Zimmer.
Das zählt nicht, die war nicht eingeladen. Wer ist das überhaupt? Sag mal, wenn du irgendwelche Gören in deinem Zimmer hast, muss ich Bescheid wissen. Ich habe mit Sicherheit keine Göre bei mir im Zimmer. Ja, warum kichert's denn da? Woher soll ich das wissen? Na, es ist dein Zimmer. Ja, ich gehe in mein Zimmer und gehe in meinen Schrank und durchsuche alles nach diesem komischen Kind. Ja, da ist kein Kind. Siehst du, hier ist kein Kind. Hm. Hier ist nur dieser komische Kletterhaken, keine Ahnung, was er soll. Das ist eine gute Frage, aber er sieht ziemlich... Meinst du, den könnte ich mir mal ausleihen? Ich gehe mal davon aus, dass es eh deiner ist. Ja, stimmt. Den habe ich mir für teures Geld gekauft. Er greift zu. Ja, ich schmeiß ihm den halt hin, das ist halt... Wow, Alter, das Ding ist scharf und spitz und schwer. Sag mal, Vorsicht. Ja, ja, nee, ist klar. Jetzt könnt ihr mir jetzt mal erklären, was die Phase ist? Und diese Scheiße lassen? Was hat Sophie dir denn erklärt? Na, er war krank die letzten Tage. Hm. Und was jetzt mit dem kaputt ist, weiß ich auch nicht. Naja, wenn du ohne nicht die Grippe dich erwischt und das Fieber dir irgendwelchen Scheiß erzählt, dann ja. Ja, nee, aber die Fieber-Scheiß erzählt mir aber nicht, dass es gerade August war. Und warum erzählt dir das das nicht? Weil ich nicht das erste Mal Fieber hatte. Greif dir mal kurz an deinen eigenen Schädel. Ist da noch warm? Ist da warm? Ja, du bist ein bisschen wütend. Vielleicht ein bisschen? Hm. Nur ein bisschen. Also alles. Dann setze dich jetzt erstmal noch ein bisschen hin. Trinkst ja erstmal einen großen, nicht weiter sagen, Schluck Wasser. Und beruhig dich erstmal. Ja, er nimmt sich einen Tee. Okay, du warst die letzten Tage offenbar ziemlich krank. Wenn ich ehrlich bin, hat sie mir das nicht gesagt, die Sophie, aber das muss sie auch überhaupt nicht machen. Letzte Woche haben wir, wie gesagt, noch ziemlich gesoffen, aber ich weiß auch, dass die Gruppe rumgeht wie nischt. Scheiß Sommergrippe. Nee, David. Februar. Ja, nee, ich kann mich doch... Deswegen hast du auch diese Holzfenster da mit irgendwelchen Sachen abgedichtet, damit es nicht so kalt durchzieht. Im Sommer hättest du das ja wohl kaum gemacht, da hättest du dich auch erfreut. Ja, okay. Der Grund, warum dir das jetzt sehr spanisch vorkommt, und wenn du eher ein Freund von Hamlet bist, warum du dich fragst, was hier im Staate Dänemark so abgeht, ist... dass du noch ein bisschen verwirrt und angeschlagen bist von der Grippe. Und ich weiß, du wirst jetzt sagen, ich hatte schon mal Fieber, da war das nie so. David, du wirst alt. Und glaub mir, das ist nicht schön. Da jeden Veränderungen im Körper. Ja, nie, ist klar. So alt werde ich auch nicht. Naja, aber dann, wenn das sich richtig durchgeschüttelt hat, denkst du, es bleibt einfach so spurlos. Warst du überhaupt Grippeschutzimpfen? In deinem Leben schon mal? Natürlich nicht. Naja, dann wunder dich doch nicht, wenn es dich volle Bude aus dem Leben böllert. Ich war zwischendurch kurz davor, einen Notarzt zu rufen. Das wäre vielleicht jetzt auch sinnvoll, weil ich kenne keine Grippe, die Amnesie verursacht. Ja, dann warte erstmal noch ein, zwei Tage und wenn es nicht besser wird... Und das kommt übrigens daher, dass du kein Arzt bist. Du hast ja auch keine Amnesie, du bist einfach noch ein bisschen... Ich kann mich an scheiß nix erinnern. Weil du ein bisschen wicht bist. Ja, nee, es gibt einfach gar keinen Sinn. Es ist völlig unlogisch. Zwischendurch war Weihnachten, ich müsste zu Hause gewesen sein. Ich komm gleich wieder. Sophie muss mal kurz da raus. Hm. Dringend. Hm.
Normalerweise würde das übrigens noch gehen, aber da es David ist, ist es hart. Eben. Gut. Es macht einfach alles keinen Sinn, was ihr auf den Chat erzählt. Das stimmt, David. Barfuß wie sie ist, geht sie im Februar draußen in den Hof. Und raucht erstmal eine Zigarette. Und hinterlässt zwei einsame Blutstropfen im Schnee. Schneewittchen halt. Darauf wollte ich hinaus. Ui. Wenn sie aufgeraucht hat, bleibt sie noch ein Weilchen unten stehen. Sir William kommt angeflattert und setzt sich auf ihre Schulter. Das stimmt. Er hat so einen Metallverschluss von diesen Kackvogel, diesen Netzen da, ne? Mhm. Quasi gestohlen. Er macht das vermutlich nur deswegen, damit das Vogelfutter in den Schnee fällt und für die Viecher unauffindbar ist. David, leg dich erstmal nochmal hin, schlaf nochmal ein paar Stunden, ruhig mal aus und dann guckst du mal, wie der Tag weitergeht. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Alles. Nee, das stimmt. Ausruhen nach einer Krankheit hat noch nie jemandem was gebracht. Nein, ich meine das, was sie alles erzählt. Und deswegen sollst du dich ja hinlegen, damit es dann mehr Sinn macht, wenn du ein bisschen klarer denken kannst. Bin ich müde? Soll ich nicht müde und kaputt sein nach einer Krankheit? Na, und bist du müde? Nee. Hm. Eben nicht, ich bin topfit. Das habe ich und auch ich gedacht. Bin klar bei Verstand. Hm. Und das, was hier abgeht, das passt nicht zusammen. Hm. Oti, seine blöden Schlafcookies funktionieren nicht für Menschen, oder? Wieso sollten die nicht für Menschen funktionieren? Das stimmt. Irgendwann kommt Sophie wieder hoch. Geht in die Küche. Holt ihm eine Tasse Tee. Drückt ihm Cookie in die Hand. Ja. Roland steckt ihm das Ding aus der Hand. Was? Ey, das ist Lickers. Er stopft ihn sich sofort im Mund. Nein. Hattest du noch mehr davon, Sophie? Nein. Gut. Ich hab dir gestern was gesagt. Schokolade und Antibiotika passen nicht zusammen. Oh, scheiße, da war was. Die hat dir doch gar nichts von der... Sie hat dir doch gar nichts von der Krankheit erzählt. Ich widerspreche mir so oft, wie ich will. Wo ist denn eure Couch? Da vorne. Ich muss mich mal kurz hinlegen. Alter, ist der schon wieder betrunken oder was? Oh, scheiße. Der legt sich in den Bett ein. Herr Fun, ich wollte dir mit Roland wirklich helfen. Er hat nicht mal den schlechtesten Job gemacht, aber du hast ja nicht mal zugehört bei dem, was er doch gesagt hat. Er hat's nur verplant. Cookies of Death. Ah, sehr schön. Ich wollte ihm nur beim Einschlafen helfen. Ich wollte nur, dass er müde wird. Ey, Sophie, die lila Sommersprossen verschwinden jetzt aus seinem Gesicht und seine Backen schwellen ab, was bestimmt gut ist, damit du das nicht auch noch erklären musst. Oh, scheiße. Das ist mal so richtig gut in die Hose gelaufen. Mhm. Alter, was ist das denn für ein betrunkener Spaß? Ach, pass auf, David, komm. Wir setzen uns jetzt einfach hin, gucken in Ruhe einen Film. Wir wollten sowieso noch die Herr-der-Ringe-Trilogie gucken. Das haben wir schon seit Ewigkeiten vor. Und das ist genau das Richtige, damit du ein bisschen runterkommst, aufhörst. Diese Ewigkeiten, hier dumm, wir hatten diesen Plan vor 2 Wochen geplant. Ja, siehst du, dann ist es Zeit, das jetzt durchzuführen. Na komm. Haben wir wenigstens Popcorn? Aber sicher haben wir Popcorn. Gleich, wenn ich welches geholt habe. Durchdringendes Schnarchen. Wir können es auch bei mir im Zimmer gucken. Ja.
Mein Rechner ist an. Du kannst ja mal eben die Filme raussuchen und ich hol Popcorn. Ich gehe an ihr Rechner. Ist Sophie eigentlich so eine, die kein Passwort hat? Doch, sie hat eins, aber das ist gerade, der Rechner war eh eingeschaltet, weil sie Musik laufen hatte, deswegen. Okay. Ja, ich google auch durchaus das Datum und wundere mich immer noch über diesen komischen Scheiß. Das funktioniert ja nicht. Nach einem Weilchen kommt sie zurück, hat irgendwie irgendwas, was er gerne trinkt, Limo oder irgendwie so irgendwann Kram mitgebracht und Popcorn und Chips. Wisst ihr, was ich hätte machen sollen? Ja. Ich hätte jetzt Kamal wiederkommen lassen müssen. David erinnert sich nicht an den. Ist doch noch nicht zu spät. Und dann, wenn David plötzlich wieder als Fee erwacht, die sitzt ja da zu dritt mit dem und guckt Film. Das wäre einfach der Shit. Noch ist Zeit. Nee. Es wäre eine Woche zu früh. Okay. Okay, ihr guckt euch ein bisschen den Film an, sagst du? David fügt sich. Ja, ich füge mich. Die gehen ja eher lang. Deswegen wollte ich ja die Herr der Ringe Trilogie gucken. Und da steht Gandalf wie so ein übelster Napfkuchen, besiegt den Ficker und dreht sich um wie so ein Spasti und vernachlässigt seine Deckung, obwohl hinter ihm ja eigentlich noch ein Haufen Orkse sind, die ihn abschießen könnten, was also überhaupt keinen Sinn ergibt, und hätte er sich nicht umgedreht, um zu zeigen, wie geil er ist, um seine Sonnenbrille aufzusetzen, seinen Hut richtig schräg zu rücken, so ein bisschen fesch, hätte er vielleicht die Kette sehen können, ich meine ja nur. Unabhängig davon, wird er nach unten jetzt gehabt. Und bei David kommt es in dem Moment hoch. Alles auf einmal, quasi so in einer Zehntelsekunde, alles wieder auf ihn eingestürmt der letzten Monate, was ziemlich erdrückend ist und ihn so ein bisschen schüttelt. Und sein chimärisches Dings legt sich über ihn wieder. Und das letzte, David, in einer Folge von unheimlich schnell abgespielten Ereignissen, ist wie eine Rotkappe mit, während Sophie quasi neben dir verblutet halb, mit ihren Klauenpanzerhandschuhen auf deine Brust zugestürmt kommt, mit ihren widerlichen, leicht gelben Reißzähnen und sie in deiner Brust versenkt. Yay. Fuck. Sophie dreht den Kopf. Du siehst noch Sophie neben dir sitzen mit dieser frisch blutenden Wunde. Hä, hey, aber sie blutet doch gar nicht mehr. Nein, ja, doch, aber sie schon. Ja. Alter, was ist hier los? Sieht sie seinen Feenschein jetzt wieder? Ja, der ist da. Gott, das wurde auch Zeit. What the fuck ist passiert? Was? Geht's dir gut? Weg? Ja, einigermaßen. Daddy, du hast sogar noch ein, zwei Bruchstücke irgendwo aus dem Traum, wo du rumgeirrt bist, als David die Fee zusammenbrechende in Windeseile Welten, die du irgendwie durchgehetzt bist, um irgendwo hinzufinden, und du hast keine Ahnung wo. Aber zum Glück war dann irgendwo, das weißt du noch, der helle Schein von so einem hässlichen Leuchtturm. Ansonsten übel, Junge. Also ein Leuchtturm ist gut. Wow, Mann. Alles klar? Nee. Ich glaube, ich war gerade tot. Ja. Warst du. Dieser Wichser. Aber du lebst noch. Das heißt, du hast ihn erwischt? Der ist umgekippt. Der ist umgekippt wegen dem scheiß Keks, richtig? Nee, er ist leider nicht umgekippt wegen des scheiß Kekses. Verdammt. Er ist umgekippt, weil ich seinen scheiß Zahn kaputt gemacht habe. Na gut, Plan A hat funktioniert. Ja. Immerhin. Ja. Hast du ihn dadurch umgebracht? Mhm. Aber ich glaube, um den müssen wir uns keine Gedanken mehr machen. Wieso?
weil er dasselbe Schicksal erlitten hat wie du und vermutlich wesentlich länger braucht, um aus dem Traum zurückzufinden und bis dahin seine Frist abgelaufen sein wird. Na gut. Wir sollten trotzdem nicht unbewaffnet rausgehen. Bitte? Wir sollten trotzdem nicht unbewaffnet rauskommen. Wir wissen ja nicht, wann er wiederkommt. Doch, wir können unbewaffnet rausgehen, glaub mir einfach. Das Problem hat sich ein für alle Mal erledigt. Hast du ihm irgendjemanden ausgeliefert oder so? Oder hast du was hast gemacht? Wenn er sich das erledigt hat, dachte er, er ist einfach nur, wie ich, umgekippt. Ja, aber du findest wesentlich schneller zurück als er und diese Information hatte ich schon. Und ich habe dafür gesorgt, dass ihn jemand nach Leipzig zurückbringt, wo man auf ihn aufpasst. Und dann ist seine Frist ohnehin abgelaufen. Er braucht länger als du, um zurückzufinden, wie ich schon sagte. Na gut, dann hoffen wir mal. Wie lange war ich weg? Ungefähr eine Woche. Dann hat er noch eine Woche, um aufzuwachen. Ungefähr. Scheiße, Mann, wie geht's Martin? Keine Ahnung. Ich gehe mal fix an mein, also kam mein Handy raus und Martin an. Jo, Na moin. Alles fit? Ja, ja. Du klingst nicht. Hatte ich dich irgendwie mal vor einer Woche oder so angerufen? Ja. Gibt's da was, wofür ich mich entschuldigen muss? Nö. Denn offenbar habe ich mich so weggebechert, dass ich einige sehr dumme Sachen gemacht habe. Scheiße, was hast du gemacht? Über die wir nicht sprechen. Also die Sachen, über die ich spreche. Also ich habe irgendwelche Haken in der Decke befestigt. Und es gibt die Sachen, über die ich nicht spreche. Also über diesen Haken, an den erinnere ich mich auch noch. Warst du da? Also jetzt doch Dinge, für die ich mich entschuldigen muss? Naja, es gab da diese Idee, diese... Und du hast mich nicht abgehalten? Wieso? So ein richtig... Also mir schien das da logisch. Du warst also genauso besoffen? Möglich? Sag ihm, ich hab dich irgendwann abgeholt, David. Ich wurde abgeholt, auf jeden Fall, das weiß ich noch. Wir haben uns also am Vormittag schon ordentlich, das machen wir nicht nochmal so doll. Das sollten wir nicht tun, nee. Aber der lass Plan... Lass uns den Tag da einfach mal vergessen, ich melde mich die Tage nochmal. Aber machen wir die, bauen wir jetzt die Schaukel neben uns mal auf oder nicht? Das weiß ich nicht noch, dass wir das vorhaben. Beantworte dir die Frage doch einfach selbst, du weißt ja, wie groß das Wohnzimmer ist. Und wie nah die Haken, die sind ja ungefähr 30 Zentimeter auseinander. Und deswegen, ich melde mich die Tage nochmal, ja? Ja, ja. Bis dann. Bis dann. Werd wieder nüchtern. Also, jetzt mal outgeben, ne? Das wisst ihr natürlich nicht. Aber der arme Junge wacht auf und denkt, er hat sich besoffen einen Unfall zugezogen bei sexueller Asphyxion oder sowas. Sehr geil. Ist nicht so in Ordnung irgendwie. Es gibt Schlimmeres. Asphyxion oder Asphyxation? Asphyxation, ne? Ja, ich glaube. Ich habe keine Ahnung. Selbststrangulation, glaube ich, ne? Sophie muss trotzdem ein bisschen kichern. Der arme Junge tut mir fast ein bisschen leid. Ach ja, und wir müssen uns deshalb keine Sorgen machen, weil er von seiner eigenen Beute erlegt worden ist. Das heißt, das Beutemal läuft einfach aus. Okay. Ja, er wird schon gejagt. Vielleicht ist er schon gefressen, wer weiß. Das klingt nicht so schön für ihn. Nein, aber wenn er diese Möglichkeit unbedingt nutzen wollte, dann muss er damit rechnen. Das ist der Preis, den er zahlt. Er hat es halt verkackt. Hm. Du warst als Mensch übrigens fürchterlich anstrengend, weißt du das? Ich war wahrscheinlich so gefällt es mir echt besser. Ich war wahrscheinlich übelst verwirrt. Und warst mehr als nur verwirrt. Du warst so verwirrt, dass ich mal kurz ein bisschen rausgehen musste. Ja, ist aber normal, oder? Ich denke mal, das wird bei dir ähnlich sein. Ich glaube, ich bin nicht so anstrengend wie du. Sollen wir es ausprobieren? Soll ich dir mal kurz ein paar Krallen in Wanst jagen? Hast du seine Krallen eigentlich behalten? Nein, ich habe seine Krallen nicht behalten. Ich hatte andere Probleme in dem Moment, David.
unter anderem dich irgendwie aus dieser Wohnung rauszukriegen. Also und Outgame wirst du dir ja nicht liegen gelassen haben. Du hast sie ja bestimmt aufgeräumt. Das musst du mir jetzt nicht sagen, aber ich sag nur. Stimmt, ja. Schreib die dir mal lieber auf. Okay. Jetzt hast du sie als, jetzt besitzt du sie und du hast quasi ja auch vielleicht das Anrecht gewonnen, sie zu behalten. Das stimmt tatsächlich, weil ich sie erbeutet habe. Es müssten jetzt eigentlich meine sein. Du sagst also, die funktionieren wie der Elderstab. Weiß ich nicht, vielleicht, keine Ahnung. Aber seine sind es ja nicht mehr, weil er nicht mehr existiert. Möchtest du das denn ausprobieren? Jetzt anders. Jetzt momentan natürlich nicht, aber was, ich hätte es dir viel einfacher sagen können. Du hast sie natürlich eingepackt, damit die da nicht rumliegen und so ein Shit. Mhm. Und sie haben sich nichts festgekrallt. Dann sind es jetzt quasi meine. Geilon. Kann ich jetzt auch voll Berserker-Mode gehen? Ja, das kann jeder. Ja, ja. Den muss ich übrigens noch erinnern, der ist, glaube ich, ein bisschen zu heftig. Und du kannst dir mal den Krallen aufschreiben, Schaden 1 in Klammern 2. Oh, das ist ja richtig viel. Nicht jeder macht so schwerer wie ich. Wie heißen die Krallen denn? Rotkappenklauen auf Eternal Zerfetzung. Okay. Ja. Ist doch schön. Das ist schön. Am Leben zu sein, ohne Rotkappe, die einem hinterher ist? Japp. Jetzt können wir zwar wieder Beute von anderen Rotkappen werden. Ja, aber ich glaube, da spricht sich rum, dass wir die andere gekillt haben, oder? Also, dass wir die quasi besiegt haben, oder? Obwohl, ja, aber die hatte keinen besonders, aber sie hatte keinen besonders guten Ruf in der Rotkappengesellschaft. Also insofern, ihr fehlte ein Zahn. Nein, das ist so richtig. Oder auch das drei. Das ist quasi so wie, keine Ahnung, einem Typen, der bei einem Pimmelwettbewerb der Schwanz fehlt. Der zumindest sich mal kurz in Eiswasser gesetzt hat. Warum schläft eigentlich Roland auf unserer Couch? Oh, war mal kurz. Du hast ihm eins von meinen Keksen gegeben? Ernsthaft? Nein, eigentlich wollte ich sie dir geben und ich habe vergessen, dass er gesagt hat, dass man sowas vielleicht nicht machen sollte, weil du echt unangenehm warst und ich dachte, naja, vielleicht wäre es ja leichter, wenn du diese Zeit einfach eben verpetzt. Du wolltest mich also einfach leichtfertig umbringen. Ich wollte dich nicht umbringen, du solltest nur schlafen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das Zeug auf mich wirkt. Wenn ich dich hätte leichtfertig umbringen wollen, dann hätte ich, keine Ahnung, dich fressen lassen. Ja. Naja, schon. Ich meine, ich habe meine eigenen Eingeweide gesehen. Das war kein schöner Anblick, also. Ich hatte das Glück nicht. Es ging bei mir voll schnell, zu schnell vorbei. Im Übrigen keine coole Erfahrung. Sophie hat übrigens eher einen Haufen Eiswasser und irgendeine Masse gesehen, mehr nicht. Ja, ich weiß. Stimmt, sie blutet ja Eiswasser. Außer wenn ich das für sinnvoll halte, dass du in den Schnee rotes Blut tropfst, offenbar. Natürlich. Voll weiß wie Schnee und rot wie Blut und so. Ach ja. So. Ich muss mich jetzt ausstrecken. Ja, ich hoffe, ich war nicht zu anstrengend. Du solltest dich übrigens heilen. Hab ich schon. Dann hat sich auch ziemlich erwischt. Dann sind wir ja glücklich da rausgekommen. Das sah mal wesentlich schlimmer aus. Uiuiui. Hier, euch beiden wird dann übrigens noch auffallen. Ich weiß, dass wir jetzt sowieso gleich Schluss machen werden, aber der David, die zumindest die nächsten 2 Monate, wird der nicht, ich muss es einfach so sagen, der hat einen körperlichen und geistigen Schadensmonitor weniger chimärisch. Ne? Weil der ist noch nicht ganz wieder zusammengesetzt. Da fehlen noch kleine Fragmente aus dem Traum. Das ist ausgesprochen ärgerlich. Ja. Das gleiche gilt für Willenskraft. Sophie legt Roland eine Decke über den Körper. Das ist nett. Und er schläft unter dem Einhorn. Das Bild nimmt sie ab und dreht es um. Wie schön ihr übrigens das einfach wegwischen konnte. Für ihn war das nicht schlimm. Für Sophie aber, weil sie das gesehen hat. Weil sie weiß, wie er am Anfang darauf reagiert hat. Gut, machen wir erstmal Schluss, Kinder. Ja. Geil. Naja, so richtig eilig haben wir es ja jetzt eh nicht mehr. Wir können dann von mir aus auch wieder ein bisschen springen.
Ja, werden wir dann auch machen, nehme ich an. Sie hörten Unfug. Wenn der Knallfrosch zweimal tingelt. Nach einer Geschichte von Lothar Lump. Gelesen von Felatio Flummi, Deli Dorftrottel und anderen. Punkt 1, der Brief, den die beiden bekommen haben, ist in dem Dingster-Dokument, weil, also ich wollte ihn ja bewusst nicht vorlesen, weil ich ja wie gesagt weiß, was ich schreibe und das ist auch dann immer nicht so gut zu lesen, ne? Und Flummi hatte halt einfach, da sind Dinge drin, die ich anders formuliert habe aus Gründen, also wenn das jemanden interessieren sollte, ist drin. Punkt 2, Staffelende. Reicht auch mal. Ich meine, die haben ja jetzt mal erstmal was erledigt, was ganz gut ist. Ich brauche den Ski auch noch für die Zukunft. Und die nächste Staffel wird lang. Das weiß ich schon. Die wird unendlich lang. Zu dem Tod von David. Man kann ja in diesem System, je nachdem, wie man es auslegt, weil das ist an manchen Stellen anders, also unterschiedlich beschrieben und ich benutze mehrere Systeme auf einmal. Man kann aber chimärisch ein paar Mal sterben. Und je nachdem, wie oft die sterben und je nachdem, wie meiner Ansicht nach dumm der Tod war, wird das halt schlimmere Auswirkungen haben. Kann man ja durchaus mit ein paar Langzeitkonsequenzen spielen. Es gibt ja unendlich viele Möglichkeiten. Ich fand den Tod von David ist schon relativ dämlich. Einfach, weil es eine sichere Alternative gab. Im Gegensatz zu dem, was er gemacht hat. Aber es war ja auch das erste Mal. Da muss ich ja nicht gleich so sein. Und das hat mir sehr schön, also ich fand es ja sehr erfrischend, wie fucking banal David war, als er wieder Mensch war. Das hat geschmeckt. Das war schön. Mal gucken. Bis dahin, bis zum nächsten Mal.